Okay, Schatzsuche. Der Hund hat den Schatz vergraben. Ah. Aber da kommen doch sofort die Pyrit-Papageien. Hund mit Schätzen? Also dann, Junge, zeig, was du kannst. Hab ich dich. Zurück in den Mantel mit dir, du kleiner Zauberspruchdieb. Der Zauberspruch, mit dem LeChuck in die Welt der Lebenden entkommen ist. Das Reich des Materiellen und das Reich des Geists existieren einher wie Tag und Nacht. Um zu gelangen von hier nach dort, muss es ein Pirat sein, der wacht. Sucht um euch herum und in euch, um zu finden manch Ding, und in der Mitte des Scheidewegs präsentiert einen Ring. Die Reise ist verworren, etwas muss führen euren Gang. Und ihr braucht einen Anker, damit ihr nicht stolpert mitten Mang. Etwas, das euch Mut gibt für die Gefahren, die da kommen. So wie ein Opfer in eurem Namen, das nicht mehr werden kann, zurückgenommen. Okay, einen Anker habe ich ja schon mal. Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Okay, ich nehme an, mehr Schatz wird es nicht geben. Blöder, verfluchter, flüsternder Papagei. Ich zeig mal morgen, was ich da für einen tollen Zauberspruch gefunden habe. Rauf, 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 immer schön die Treppe rauf. Und gib Zauberspruch an Morgan. Ich habe einen Zauber gefunden, der mich ins Land der Lebenden zurückbringt. Echt? Das ist ja toll. Und wie funktioniert der? Als erstes muss ich ein paar Zutaten finden, aber ich weiß nicht so genau, welche damit gemeint sein könnten. Vielleicht kannst du mir helfen. Schon möglich. Was brauchst du denn? Die Reise ist verworren. Etwas muss führen euren Gang. Klingt, als bräuchtest du etwas, das dir die richtige Richtung weist. Ich brauche einen Anker, damit ich nicht stolpere mitten Mang. Ich schwöre, ich habe so etwas da hinten im Schatzsucherbereich gesehen. Das haben wir schon. Etwas, das euch Mut gibt für die Gefahren, die da kommen. Keine Ahnung. Was macht ihr Piraten, wenn ihr euch ohne Fracksausen zu bekommen die dollsten Gefahren stürzt? Das machen Piraten? Mann, das muss ich unbedingt lernen. Oh, ich lieb ihn. Ein Teil des Zauberspruchs verlangt ein Opfer für mich? Klingt ziemlich kompliziert. Am besten, du kümmerst dich erstmal um die anderen Zutaten. Ja, gute Idee. Etwas, das führt Viel meinen Glück Weg. Beim Schwertkampf. Ich bin bald wieder da. Der Hund ist doch eigentlich ein Blindenhund oder sowas. Führt der nicht meinen Weg? Und Mut holen sich Piraten doch durch Alkohol, durch Grog. Also probieren wir es mal. Und? Etwas muss führen euren Gang. Hab ich. Mach Sitz. Braver Hund. Ein Anker? Anker gelichtet. Hab ich. Und Grog. Einmal flüssigen Mut. Hab ich. Okay, fehlt nur noch ein Opfer in meinem Namen. Wo zum Henker soll man denn sowas auftreiben? Ich frag nochmal morgen, ob der was eingefallen ist. Weil ich glaube tatsächlich, mich zu erinnern, dass morgen. Na, wir gucken einfach mal. Ist ein bisschen her, dass ich das Spiel gespielt habe. Hey, du! Was gibt's? Wie läuft's mit dem Schwertkampf, Mo? Ach, gar nicht mal schlecht. Ich habe bereits 3 Aufschneider und einen halbwegs passablen Kämpfer erledigt.
das ist zwar nicht so spannend wie mein Leben als Söldnerin, aber ich komme schon klar. Hey Mo, ich brauche immer noch eine Sache für den Scheidewegzauber. Irgendein Opfer. Aber ich finde nirgends was. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich glaube, ich habe eine Idee. Komm, ich zeig's dir. Okay, und wo ist jetzt dieses Opfer? Ich sehe hier nichts. Genau hier. Wow, 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 ist das wirklich eine gute Idee? Was? Nein, nein. Das ist nur mein Ruf, der mir vorauseilt. Den stelle ich im Handumdrehen wieder her. Naja, okay. Bist du sicher? Nein. Ja. Vielen Dank. Dann steh hier nicht rum und kümmere dich um den Zauberspruch. Natürlich, der Zauberspruch. Warte, ich weiß nicht, was ich... Tja, ich vermute, jetzt gilt's. Sieht einigermaßen sicher aus. Ladies first. Hey! Nanu, seltsam. Ich komme ohne Probleme durch. Oh nein, verdammt! Ich werde nicht im Jenseits versauern. Und was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber geh nur und tu, was du tun musst. Ich komm schon zurecht. Okay. Wünsch mir Glück! Mann, warum geht das Ding nicht auf? Elaine, komm her und hilf mir! Ich habe Monate damit zugebracht, diese räudigen, Voodoo-verfluchten Affen so aufzustellen, um mir einen Zugang zum Scheideweg herbeizuzaubern. Ich lasse mir jetzt keinen Strich durch die Rechnung machen! Ach komm schon, ich hab deinen Willen gebrochen, nicht deinen Hals. Komm her und schieb mit an! Naja, du hättest ihn ja nicht gleich umbringen müssen. Und wieso auch nicht? Weißt du, wie oft dieser verknöcherte Kerl mich umgebracht hat? Hör mal, ich habe mich von dir gefangen nehmen lassen und dein bescheuertes Ich-bin-ja-so-nett-Spielchen mitgespielt, weil ich dachte, dass Guybrush dann erkennen würde, dass diese Voodoo-Lady... Erwähne diese Frau nicht in meiner Gegenwart. Diese verfluchte Voodoo-Hexe wird mein Schicksal nicht länger bestimmen. Jetzt... Da ich im Besitz von Lysponcha Grande bin, kann ich mit seiner Hilfe reine Voodoo-Energie, so viel ich will, direkt von der Quelle saugen. Ich werde zum Dämonengott der Piraten und du wirst meine Göttin. Und dieses Mal wird kein Guybrush Threepwood unsere Hochzeitspläne stören. Was war das? Ja, das ist es. Elaine? Was ist hier denn los? Guybrush? Ich sage dir, was hier los ist. Du hast verloren! Ich habe vollen Zugriff auf die unendliche Voodoo-Macht des Scheidewegs selbst. Dies ist der Augenblick meines höchsten Triumphes. Also, Geist von Guybrush Threepwood, möchtest du die Einladung zur Hochzeit jetzt oder später annehmen? Damit kommst du nicht durch, LeChuck. Egal, was es ist, ich habe den Scheideweg selbst geöffnet, um dich aufzuhalten. Du hast den Scheideweg geöffnet. Dann muss ich mich wohl bei dir dafür bedanken, dass du mir zum zweiten Mal geholfen hast. Wieso hast du es nicht einfach die Meermenschen machen lassen? Meermenschen?
Ganz ehrlich, diese Fischleute machen mir Angst. Außerdem, dich zu beeinflussen hat viel mehr Spaß gemacht. Ich habe auf deine Fähigkeiten gesetzt, mir den Schwamm zu bringen. Du räumst also ein, dass ich besser bin als du? Du warst die einzig lebende Seele, die das machen konnte, nicht wahr? Junge, war mir das unangenehm, als ich herausstellte, wie klein Lais Poncia Grande war. Aber darum hattest du dich ja bereits gekümmert, nicht wahr? Die Voodoo-Lady sagte... Die Voodoo-Lady? Übrigens, weiß jemand, ob sie einen Namen hat? Es klingt so komisch, sie einfach Voodoo-Lady zu nennen. Aber ich werde mich auch bald um sie kümmern. Ich habe das Cutlass of Gaflu mit teuflischer Macht erfüllt, die kein Sterblicher berühren kann. Diese Waffe, die geschaffen wurde, um mich zu vernichten, wird mich letztendlich befreien. Ich werde sie dazu verwenden, die Frau zu töten, die dich und mich in dieser Schicksalsschleife gefangen hält. Ist es nicht so, Elaine? Ja. Und wir werden sie gemeinsam niedermachen. Mach mich zu deiner Dämonenbraut. Was? Meine teuflische Braut. Nimmt einen die Luft zum Atmen hier drin, was? Sie ist ein Threepwood. LeChuck verfügt über mehr Macht, von der jeder andere Pirat nur träumen kann. Und außerdem bist du jetzt tot. Ja, aber er auch. Es tut mir so leid, Guybrush. Zuckerhäschen! Nein! Elaine gehört mir! Und dennoch bist du hier, Geist von Guybrush Threepwood, und versuchst, meinen großen Moment mit Elaine erneut zu stören. Versuch's nur, mich aufzuhalten! Versetz mir deinen besten Stoß! Okay. Ich schau mir hier mal die... Zurück, Klappermann! Ich bin ein Pirat! Okay, die Skelette an. Soll ich das Schwert nehmen? Aha, gleich hörst du die... Ah, komm schon! Probleme? Warum kann ich nichts festhalten? Das ist nur eine der Nebenwirkungen, wenn man ein fleischloser Geist ist. Aber sei froh, dass es so ist. Ein Hieb dieser neu verzauberten Klinge reicht aus, alles zu zerstören, was sie in dieser sterblichen Welt berührt. Aber damit wollte ich dich doch retten und LeChuck erneut töten. Gar nicht mal so unbeschwert das Geisterleben, nicht wahr, Mr. Threepwood? Tja... Genauso habe ich mich in all den Jahren gefühlt, als ich noch ein einfacher Geisterpirat zu Wasser war. Und nun wirst du erfahren, wie es sich angefühlt hat, als du der Essenz meines Geistes ein Ende bereitet hast, als du mich mit diesem geistzersetzenden Voodoo-Malzbier begossen hast. Zuckerschnäuzchen? Nur nichts überstürzen. Es fühlte sich ziemlich so an. Guybrush, was ist passiert? Hast du LeChuck besiegt? Deine Frau gerettet? Mein Tod gerecht? Sie hat mich erwischt. Was? Elaine, sie ist LeChucks Dämonenbraut und hat mich mit Voodoo-Malzbier bespritzt. Dämonenbraut? Dann muss LeChuck sie kontrollieren. Geh zurück und rette sie! Nein, das tut er nicht. Sie hat mir in die Augen gesehen und sich für ihn entschieden. Sie werden die ganze Welt in ihre Gewalt bringen. Sie haben ein Dämonenschwert. Es ist vorbei. Das sind doch mal gute Nachrichten. Wie? Jetzt kannst du dich endlich einrollen und an deinem traurigen, erbarmungswürdigen, ewigen Leben im Piratenjenseits erfreuen. Ich weiß natürlich nicht, ob sie immer noch weinerliche Schulmädchen hineinlassen. Da müsstest du mal nachfragen. Was soll das morgen? Ich habe gerade meine Frau verloren.
Dann hol sie dir zurück, Guybrush. Bist du ein mächtiger Pirat oder nicht? Ich... Hör mal, ich weiß, du bist nicht gerade der furchterregendste Pirat der 7 Weltmeere. Aber wenn es etwas gibt, das mir dieser Guybrush Threepwood gezeigt hat, dann, dass es so etwas wie eine aussichtslose Lage nicht gibt. Und ganz besonders habe ich bei all unseren Abenteuern bewundert, dass du Elaine niemals aufgegeben hast. Wenn ich einen Weg finden könnte, dieses verzauberte Schwert zu benutzen. Aber wenn ich zurückgehe, werden sie nur wieder meinen Geist erwischen. Dann hol dir deinen Körper zurück. Was? Ich soll meinen Körper suchen und mir nichts, dir nichts wieder hineinschlüpfen? Moment, das habe ich irgendwo schon mal gehört. Das Medaillon der Voodoo Lady. Finde das Medaillon. Finde deinen Körper. Dann trage ich den Kampf mit diesem alten Sack voller Meereswürmer aus, auf das LeChuck den Tag bereuen mag, an dem er sich mit Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat, angelegt hat. Jawohl! Ich weiß zwar nicht, was dieses Bereuen bedeutet, aber es klingt großartig. Und was hast du jetzt so vor? Noch ein paar armselige Geister aufspießen oder ich feile noch ein wenig an meiner Taschendiebstahltechnik. Keine Ahnung. Mir fällt schon was ein. Morgen. Danke. Ach, morgen. Nochmal hindurch. Ich komme, LeChuck. Na schön, LeChuck. Du hast mich einmal auf dem falschen Fuß erwischt, als Elaine mich mit Malzbier bespritzt hat. Bist du diesmal bereit? Bereit wofür, Zuckerschnittlein? Oh. Okay, das ist nicht die Lösung. Gibt's hier noch andere Portale? Schatzsuche? Oh, da ist auch ein Portal. Aber ich rede erstmal mit dem Schatzsucher da. Ob der irgendwas Neues zu berichten hat. Großartig! Nö, hat er nicht. Es war ganz interessant, mit dir zu plaudern, aber ich habe noch 5-6 andere unmögliche Dinge zu erledigen und nicht die Zeit, mir dein Gemecker anzuhören. Prima! Umso mehr Schätze für mich! Dann ab durchs Portal! Threepwood. Wow! Dieses Geisterbinden muss mir zu Kopf gestiegen sein. Hallo, Guybrush. Ah, das kannst du also auch? Tut mir leid, aber ich muss meinen Aufenthaltsort immer noch verheimlichen und durch die Geschöpfe von Mutter Natur kommunizieren. Ausgerechnet durch eine tote Seemöwe? Der perfekte Ort, um unbemerkt zu bleiben. Ich will ja nichts sagen, aber fliegen zu können wäre doch echt ganz praktisch. Ich komme gar nicht über diese tote Seemöwe hinweg. Lass dir gesagt sein, dass es im Leben oftmals nicht auf den Ursprung der Botschaft ankommt, sondern auf die Botschaft selbst. Aber das ist doch eklig. Du hast inzwischen sicher mitbekommen, dass Elaine die Dämonenbraut von LeChuck werden soll. Die Wege deiner Frau sind unergründlich. Geebnet von unbekannten Mächten. Sie ist ganz schön gemeingefährlich. Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht, Threepwood. Abgesehen davon, dass sie sich auf die Seite meines Erzfeindes geschlagen hat, weiß ich ihre Frechheiten für gewöhnlich zu schätzen. Sei vorsichtig, Guybrush. Du musst deine eigenen Entscheidungen treffen. Denn Elaine hat kein Vertrauen in die Kunst des Voodoos. Deine Kunst des Voodoos hat mich zuletzt ganz schön in die Bredouille gebracht. Ebbe und Flut der Gezeiten unseres Leids können nicht gesteuert werden. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass du so sauer bist? Ich bin nicht deine Feindin, Threepwood. Im Gegenteil. Ich habe dich vermutlich vor dir selbst gerettet. Genau. Sag das mal meinem Wackelpudding von Körper hier.
Seitdem LeChuck an dein Tagebuch gekommen ist, hat er es richtig auf dich abgesehen. Dieser gefürchtete Pirat LeChuck ist grobschlächtig. Das solltest du wissen, Guybrush. Auf Flotsam war er jedoch ziemlich überzeugt davon, dass du böse bist. Und was hat sich damals auf Flotsam noch alles zugetragen? Hat er nicht dich und deine Freundin Morgan Le Fay kaltblütig dahingemeuchelt? LeChuck ist wahnsinnig wie eh und je. Er kann nichts für seinen Zorn auf dich oder mich. Das ist uns bekannt und liegt jenseits seiner Kontrolle. Du meinst also, LeChuck kann einfach nicht aus seiner Haut? Genau. Ich habe eine halbwegs Voodoo-bezogene Frage. Als ich den Scheideweg geöffnet hatte, konnte ich hindurchschlüpfen, morgen aber nicht. Wie kommt das? Womöglich besitzt du noch irgendeine Art Verbindung zur materiellen Welt, an der du hängst. Du meinst meinen seidenen Faden des Lebens? Das heißt, LeChucks Leben hing auch noch an einem seidenen Faden, als er starb. Schon möglich. Aber wer weiß, ob dieser Faden sein eigener war. In Ordnung. Ich darf nicht noch mehr Zeit verplempern. Elaine wird nicht mehr weniger dämonisch. Der Schwamm, Guybrush. Wenn es dir gelingt, ihn in seinen ursprünglichen, unentwickelten Zustand zurückzubringen, wird sich LeChucks Einfluss auf Elaine lösen. Ja, so, das reicht jetzt erstmal an gepflegter Konversation mit einem toten Wasservogel. Wie du wünschst. Igitt. Ja, das war genug Konversation mit toten Wasservögeln. Vielleicht gibt's dann in der nächsten Folge mehr. Bis dann!